Dinger und so, das ist ja alles vorgegebenes Zeug. Oder ja, irgendwelche Schnitzel oder die schon tiefgekühlt sind. Normalerweise holt man sich ja einfach das Fleisch, paniert das selber und blau und hast du nicht gesehen. Viele Sowas sagen nenne dann ich immer, dann wie nennst du das? warm machen, nenne ich das. Warm machen. Nicht kochen, das ist dann warm machen, wenn ich eine Tiefkühlpizza habe. Ja gut, ja, Tiefkühlpizza, ne, das ist ja wieder so. Ja, oder irgendwas, was tief, also ja. Ja, aber Ja, guck mal, aber. wenn du jetzt Kartoffeln, sagen wir mal, du machst jetzt Kartoffeln mit Soße Ja. und Putenbrustfilet, was Putenbrust zum Beispiel, die ist aber tiefkühl. Und Die die Soße, Putenbrust. ja, die Putenbrust, die ist tiefkühl. Die musst du dann einfach entweder, wir sind da meistens so eine Aluschale drin, weißt du, die machst du dann im Backofen warm. Ja, aber die So, muss oder. da auch da drin sein, oder? Willst du das anfangen, selbst zu schlachten, oder was? Ja, nee, aber nee, Oder wie meinst du jetzt gesagt, eine Marinierte, selbst. oder was? Ja, Ach eben. so, okay. Ich hab gedacht, du meinst eine normale Dann ist Putenbrust. das Einzige, was du dann gemacht hast, im Prinzip von dem, was Kochen ist, sind die Kartoffeln. Die hast du ja selber gekocht, weil, ne, du kannst ja nicht selber. Gut, die könntest du ja im Prinzip auch selber anpflanzen, aber. Wer macht das denn? Das hast du so im Garten. Oh, ich hab meine eigene Kartoffeln, was los? Na normal. Ich weiß nicht, heutzutage selber noch, also wirklich komplett selber zu kochen, das ist schon, ja, was heißt die Sache der Unmöglichkeit ist das nicht, aber ne, Da macht ja keiner mehr. Ich sag ja mal, eben. man, Außer die Oma. mittlerweile dreht sich ja im Alltag, wenn man irgendwas macht, immer nur alles darum, das besonders schnell zu machen. Ja, weil So, man einfach schnell, keine Zeit mehr hat für sowas. ja, im Prinzip hätte man die Zeit eigentlich schon mehr, wenn man ehrlich zu sich ist. Man nimmt sich einfach für andere Sachen Zeit. Die Prioritäten haben sich einfach verändert. Jo. Ja, guck mal, Jetzt früher war müssen wir das ja so, suchten. dass die Frau, ne, die Mutter, die war immer zu Hause und hat das Essen gemacht. Die hatte ja den ganzen Tag Zeit, um da alles frisch zu schälen und bla. Und hast nicht gesagt, ist das ja nicht mehr so. Ja gut, das ist halt so, ich sage jetzt mal so, das wird ja auch unterschätzt, so der Job der Hausfrau, sage ich jetzt mal so, ne? Jo. Viele, also manche Männer zum Beispiel, die kommen nach Hause, so und die denken halt, wenn du die fragen würdest, würden die sagen, ja, die hat ja den ganzen Tag nichts gemacht, die war ja nur zu Hause. So, ja, nee, ist ja im Prinzip ja klar, die war den ganzen Tag zu Hause, aber dass die nichts gemacht hat, ist ja totaler Schwachsinn, weil ich sag mal, jeder der eine eigene Wohnung hat, und besonders als Single weiß man das vielleicht, dass das nicht einfach nur zu Hause rumhocken ist, sondern wenn man jetzt nicht so wie ich oder andere, sondern auch da guckt, dass da zu Hause dann halt immer ja aufgeräumt und sauber ist und hast nicht gesehen und so und dass man immer was zu essen hat und so, dann weiß man, dass dabei auch echt eine Menge Zeit bei drauf gehen kann. Oh. So, ich meine, ne, man kennt das ja, weil zum Beispiel ich bin jetzt nicht so, dass ich hier jeden Tag immer saug und hast nicht gesehen, ich liege da einfach halt für mich selbst, weil als im Single-Haushalt ist das vielleicht auch noch vertretbar, nicht so viel Wert drauf, dass das immer hier alles glänzt. So, aber wenn ich jetzt, Alle. ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch krieg, so und ich weiß, ja gut, das ist jetzt jemand, der war vielleicht auch noch nie bei mir in der Wohnung drin oder so, und das wäre jetzt schon so als erster Eindruck vielleicht ein bisschen blöd, wenn das dann hier total unordentlich und dreckig ist, so, dann bin ich hier auch schon mal ordentlich ein paar Stunden dabei. So, wenn ich jetzt, ja gut, jetzt kann man sagen, ja, selber schuld, könnte es ja auch einfach regelmäßiger mal ein bisschen machen, dann hättest du das Problem so nicht. Aber es ist ja jedem selber überlassen. Ne? Ja, ich weiß doch, in Katern wäre ich, Alter, wie schlimm das bei mir einfach immer aussah. Ich hatte da echt Teller stehen, die standen dann da so einen Monat rum. Ich hatte keinen Bock, die runterzubringen. Mich überhaupt nicht eingesehen. Ich habe halt Ich gewartet, weiß bis noch. sie von alleine gelaufen sind. Naja, ich weiß noch, wie du immer erzählt hast, kurz bevor du umgezogen bist mit deinen McDonald's-Tüten, die irgendwo schon gerochen haben oder sowas, und du wusstest Ja, nicht, nee, wo das das herkam. war ja nicht in Katermilch, das war ja noch, bevor Ja, da ich hier war. meine eigene Bude hatte. Achso, du warst noch davor noch. Da Fuck. Ja, da war halt eine Mülltüte so und da war halt noch so eine Meckerstüte drin. Und da wusste ich nicht. Und da hat dann irgendwann angefangen zu riechen. Da habe ich sie irgendwann mal runtergebracht. Ja, so, ne? Gut. Solange mich das persönlich nicht wirklich stört, weil mir das scheißegal, ob das da rumgestunken hat.
muss ja nicht alles immer blitzeblank sauber sein. Das geht mir, ne, relativ am Arsch vorbei, solange ich hier nicht sterbe an dem Geruch. Gut, ja, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen gelegt, ne? Ja, gut, bei mir, ja gut, du kriegst ja jetzt auch häufiger Besuch, sag ich jetzt mal so, ne? Und da bietet sich das ja auch an, da macht man das einfach. Da denkt man doch gar nicht so drüber nach, da ist das irgendwie normal. Das ist bei mir generell voll komisch. Ich habe ja auch mal beim Peter gewohnt für ein Jahr. Und da hab ich echt jede Woche immer aufgeräumt, so von alleine. Immer. Ich hatte halt, hab das Wohnzimmer fertig gemacht, die Diele und mein Zimmer. So, jede Woche habe ich das gemacht. Und als ich dann wieder bei meiner Mutter gewohnt habe, habe ich gar nichts mehr gemacht, von jetzt auf gleich. Ja, das ist, weil man gegenüber einer Mutter vielleicht auch ein anderes Gefühl dafür hat. Ich sag mal so, dir wäre vom Peter schon eher was peinlich, ne? Als jetzt vielleicht vor deiner Mutter. Sagen wir das mal so. Also, oder was heißt peinlich? Sagen wir mal eher, Treffen da wäre vielleicht unangenehm. Aber ich kann das schlecht beschreiben, weiß nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich denke mal, so ist das. Also ich denke mal, wenn ich jetzt aber bei meiner Mutter wohnen würde, das ist so der Typische, dann kommt die Mutter rein, räum mal auf, ey, wie sieht das denn schon wieder aus? Das ist so was, das kennst du, das ist normal. Aber wenn ich jetzt mit deinem Bruder oder ich mit meiner Schwester zusammen wohnen würde, dann würde ich mir halt wahrscheinlich so denken, so, bah, ja, das willst du ja jetzt auch nicht. Dass dann deine Schwester kommt, boah, Alter, guck mal, wie sieht das denn hier aus und so, und räum mal auf. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn halt deine Mutter sagt. Oh. Ja, bei der Mutter, I don't care, ne? Ja, aber deine Mutter, ja eben, du kennst es ja eh nicht anders. Voll ja, stimmt schon. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wohnen würde, dann würde ich auch immer aufräumen, weil dann, man will sich einfach nicht in diese, ja doch etwas peinliche Situation bringen, dann halt, Ja, ne, peinlich ist doch falsch, das ist einfach unangenehm. Ja, unangenehm. Ja, aber peinlich ist auch nichts anderes als unangenehm. Das ist sie ja peinlich. Sepp? Hä? Du könntest da gucken gehen, aber ich würde nichts mitnehmen. Wie? Ja, du wirst den Alien nicht gerecht, ohne Scheiß. Ich habe da so einen schönen Altar hingebaut. Kann grad nicht, ich muss hier noch im Dorf bleiben, wegen den Dorfbewohnern. Die haben Angst ohne mich hier. Hallo Manuel! Ja, guck mal, Headshot! Bam! Na komm, schaffst du das noch? Nee, schlecht. Was denn hier? Schlecht. Denn eine Skelettfarm gefunden oder was? Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bin ich genannt? Habe ich nicht gerade noch ein Haus gebaut und da war dann Haus Nummer 14? Alter, habe ich mich vorhin verzählt, da fehlte doch noch ein Haus. Jetzt fehlt noch ein Haus, damit ich 14 habe. Da warte mal, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, fehlt echt noch eins. Da habe ich mich vorhin verzählt. Oder ich habe mich jetzt verzählt, ich weiß es nicht. Den Enderman kaputt gekloppt. Ja. Kannst du doch nicht machen, der arme Enderman, ey, was ist los mit dir? Ah, sauber. Ja, das ist ja richtig lecker, Buggy. Verstehe ich immer noch nicht. Manchmal, wenn Gegner an deinen Brandpfeilen sterben, dann droppen die nichts, auch keine EP. Ja, weil du durch den Verbrennungsschaden, das ist halt so ein bisschen buggy, weil die dadurch sterben und nicht durch dich quasi. Naja, aber das ist ja eigentlich von dir, die Ja, Verbrennung. Aber irgendwie rafft das Spiel halt nicht. Kann auch mal wieder hell werden. Ach, wird der gleich hell sauber. Was sagt eigentlich die Tic-Tac? 5 Minuten. Oh, Titi, ich hab Angst, ich will da jetzt nicht hin. Wenn ich sterb, ne, ich hau dich. WTF? Du musst kommen zu den Aliens! Na, warte. Meinte, ich hab Angst. Wenn nicht, hat die Aliens mich auch noch berühren, ey. Das geht ja mal gar nicht. Da steht er schon und wartet.
Ja, ohne Scheiß, jetzt, wenn ich sterbe, ich hau dich so kaputt, was? Hiermit kommst du raus. Ach so. Aha. Du musst auch das zweite Schild lesen. Welches zweite Schild? Da stehen halt zwei, oder bist du blind? Ja, hiermit kommst du raus. Für deine Sache. Ach, also, fuck! Soll ich hier meine Sachen reintun, oder was? Mhm, und dann siehst du den Dia-Block. Ich hab da einen Dia-Block hingemacht. Warum soll ich denn alle meine Sachen da rein? Das heißt ja wohl, dass ich sterb. Ja, weiß ich schon nicht. Ey, Titel, ey. Ey, wenn du wüsstest, was ich alles hier im Inventar hab. Warte. Ja, kannst du ja in Kiste tun. Das ist bestimmt deine Hardcore-Griever-Kiste jetzt, ne? Ja, genau. So, was denn? Wohin? Was soll ich machen? Soll ich jetzt da so ein Ding da rausnehmen oder was? Na, keine Ahnung, was du jetzt machen willst. Was soll ich das denn wissen? Ja, frag mich, wie man da jetzt hochkommen soll. Muss ja irgendwie. Ne, da kannst du nicht reinkommen. Da habe ich noch keinen Weg hingebaut. Ja, wow. Titel. Das kommt noch. Ist so unglaublich gut, was du hier gemacht hast. Das habe ich genau gehört, Titte. Fick dich! Warum geht das so langsam? Aber guck mal hier, ich habe das perfektioniert. Wie gut das einfach ist. Ja, genau. Richtig, warum bist du behindert, ey? Wie gut! Gut, dann kann ich erst meine Sachen wieder nehmen. Ja, fuck, es hat nicht. Fuck! So eine Facke, Alter, es hat nicht geklappt. Ja, es hat doch nicht. Ist ja doch nichts passiert, aber ich wollte wenigstens Bescheid sagen, ansonsten hättest du mich, glaube ich, getötet. Okay, dann muss ich das noch weiter ausfallen und dann ist der Mitchell dran. Am Arsch. Ich habe so viele Ideen durch meine Zuschauer, ne? Bring mich nicht auf komische Gedanken, Titel. Ja, jetzt komme ich hier nicht raus, doch. Die sagen, mach mal das mit dem Titel, mach mal das mit dem Titel. Ich mach das aber alles nicht. Mhm. So von wegen so bei ihm irgendwie im Lager noch TNT verstecken und so, hast du nicht gesehen. Und was wird die da mal für Ideen haben? So was würde ich gar nicht machen. Ich mache ja harmlose Sachen. Und ich habe ja dem Sepp sogar vorher noch Bescheid gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das bei mir auch machen würdest. Ja, normal. Da standen ja nochmal Schilder drin. Hauptsache, das Schaf, das steht da immer noch an dem Abhang. Das Selbstmordschaf. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich gucken, dass ich nochmal Glowstone kriege. Hä, aber, boah, Sepp, wie mache ich denn das jetzt besser? Ohne Scheiß, das ist doch voll behindert. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber guck, wie viel Zeit man hatte, ne? Warum haben wir das Tempel nicht gemacht? Einfach da frage ich mich auch. Wir waren einfach voll überrascht. Du warst schon im Raumschiff drin, als das erst losgegangen ist. Jo. So ungefähr. Behindert, mal ganz im Ernst. Da mache ich mir so viel Mühe hier und was ist nix. Nichts passiert. Aber wenigstens hat die Sicherheitsvorrichtung geklappt. Da ist kaum was kaputt gegangen. Jo. Oh. Das fand ich auch superb. So, ich hab kurz mal. Aber ich glaube, da wärst du auch nicht von gestorben. Ah, sagt das nicht? Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Das war ein Block, war das ja. Ich hab ja nicht übertrieben. Oh, ups. Wollte ja nicht mein eigenes mit kaputt machen. Ja, das ist ein bisschen fail. Oder? Oder haben wir viel mehr Dirt holen, wenn ich das so machen will? Das brauche ich ja eh nicht. Muss ich ja quasi hier alles anpassen, so. Boah, soll ich das so flach lassen? Ey, das wäre mal voll hässlich irgendwie, keine Ahnung. Du bist der hässliche Mann! Ah ne, da mach ich so eine Reihe Glasfischen. Ich bin das hässliche Schaf. Boah. Geh Toilette. Alter! Ah!
vor! Ja! Hau alles mit kaputt, genau! Der Titel, der haut alles mit kaputt. Ja. Zack. Weißt du was? Ich gehe gleich auf Toilette. Ich hab hier erstmal fertig. So. Tschüss! Tschüss! Tschüss.